meine lieben Bücherwürmer. Ja, ich habe hier wunderschönes Wetter, wie man sieht, und ich nutze es gleich mal aus und drehe mal ein paar Videos. Ich hoffe aber, es sieht nicht so aus, dass es nicht überbelichtet ist. Und zwar zeige ich euch heute ein Buch, das habe ich rezensiert, beziehungsweise dieses Video ist diese Rezension zu diesem Buch. Und zwar geht es um Julie Kagawa, Unsterblich, Tor der Dämmerung. Das ist ja die Neuauflage. Die Geschichte gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber das ist die Neuauflage als Taschenbuch. Und diese Auflage ist erschienen im Januar 2016. Hat 609 Seiten und ist in dem Genre Fantasy, Dystopie, ja, irgendwie so vertreten. Ich muss mich mal kurz hier ein bisschen ordentlich machen. Ja, einmal zum Inhalt. Achso, genau, es ist im Heine Verlag erschienen. So, das habe ich noch nicht erwähnt. Einmal zum Inhalt. Es geht um Ellie und Ellie lebt in einer der Vampirstädten, am Rand einer der Vampirstädten. Und zwar ist die komplette Welt zerstört und es herrschen eigentlich nur noch Chaos und Ruinen und es gibt nur noch vereinzelt diese Vampirstädte eben, wo die Vampire halt herrschen jetzt. Und Ellie lebt halt in einer so einer Vampirstadt am Rand und hat sich nicht registrieren lassen. Das heißt, sie hat keine Sicherheit. Sie hat keine Nahrung, die sie zu sich nehmen kann. Sie muss sie sich immer selber fangen, suchen, was auch immer. Und hat mit Glück nur ein Dach über dem Kopf, was auch immer. Auf jeden Fall hat sie ein sehr schwieriges Leben. So. Und weiter geht es dann mit ihr. Sie muss wieder Nahrung suchen. Sie geht auf Beutetour, so gesehen. Und geht da in die Ruinen und die Ruinen sind sehr gefährlich, denn da leben auch komische Menschen. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen, da leben sehr komische Menschen, die sehr gefährlich sein können. Und ja, sie hat tatsächlich was gefunden, aber es ist irgendwann so, dass sie halt dem Tod ins Auge blickt. So, sie weiß, sie wird jetzt sterben auf jeden Fall, aber ja, es ist ja ein bisschen anders. Es ist halt so, dass dann jemand kommt und sie hat eine Entscheidung zu treffen. Entweder sie stirbt oder sie stirbt nicht und lebt aber ein anderes Leben dann. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, wenn es um Vampire geht, sie hat die Wahl. Soll sie zum Vampir verwandelt werden oder eben nicht? Ja, dann ist das so, sie will überleben einerseits. Aber andererseits hasst sie die Vampire über alles. Sie müsste ihre kompletten Grundprinzipien ändern und ja. Aber im Endeffekt ist ihr Überlebenswille um einiges stärker und sie entscheidet sich. Ja, weiter möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, denn ihr müsst dann selber wissen, wie es selber lesen, wie es weitergeht. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen was zu meiner Meinung zu diesem Buch sagen. Als erstes habe ich ja gedacht, oh Mann, schon wieder ein Vampirbuch. Weil es gibt ja Unmengen an Vampirbüchern. Aber ich, als totale Vampirliebhaberin, musste das natürlich lesen. Und ich bin so, so froh, dass ich es gelesen habe, weil es ist schon etwas anderes. Denn ich habe auch überlegt, ich werde zu diesen Vampirbüchern mal noch ein extra Video drehen, weil mir das halt jetzt verstärkt aufgefallen ist, wo die Unterschiede liegen. Hier ist das auf jeden Fall so, dass eine sehr düstere Vampire-Geschichte ist. Also hier werden die Vampire wirklich so gezeigt, wie wir denken oder wie sie wirklich sind. Nämlich sie sind Raubtiere. Eigentlich sind das Raubtiere, tote, untote, lebende, was auch immer, wandelnde Leichen, keine Ahnung, wie man sie nennen möchte, aber sie sind eigentlich tot, sie haben keinen Herzschlag mehr, sie müssen nicht mehr atmen. Und sie sind Raubtiere. Sie brauchen menschliches Blut, um zu überleben und da führt halt kein Weg dran vorbei. Und das wird hier halt klar und deutlich, wie es in anderen Büchern ja eben nicht der Fall ist. So, das fand ich sehr cool. Ich muss hier immer mal ein bisschen raufgucken, weil ich das im Kopf irgendwie nicht sortiert kriege gerade. Ja. Ja, weiter ist es auf jeden Fall, was ich sehr gut fand, ist einfach, dass trotz dieser trostlosen Atmosphäre und dass das wirklich so düster und dunkel alles ist und sehr traurig und eigentlich hoffnungslos. Eigentlich sollte man meinen, auch das dauert nicht mehr lange, dann ist alles tot, was da irgendwie rumschwirrt. Aber
Nichtsdestotrotz ist da immer noch dieser Raum, dieser Spielraum für Liebe, Freundschaft, Familie, Zuneigung, für Hoffnung. Dieser Spielraum ist trotzdem noch da und das bringt dem Leser dazu, immer weiter zu lesen und nie die Hoffnung auf ein Happy End aufzugeben. Und dieser schmale Grat, der ist total schwierig und ich finde, Julie Kagawa hat das richtig gut hingekriegt. Und ja, der Schreibstil ist auch grandios. Das war mein erstes Buch von Kagawa und den Schreibstil finde ich richtig gut. Es ist halt, sie hat es geschafft, wirklich diese schrecklichen Ereignisse und diese ganze Dunkelheit, die in diesem Buch herrscht, so reinzubringen, dass da gerade so viel Licht drin ist. Also sie hat dann trotzdem natürlich immer so kleine Lichtschimmer reingebracht und sie hat es gerade mal eben so, immer wieder dieser schmale Grat, gerade so viel Licht reingebracht, dass man immer, wirklich immer weiterlesen möchte und es für Jugendliche halt wirklich gut geeignet ist. Es ist halt ein Jugendbuch und das darf man nicht vergessen. Und sie hat es wirklich geschafft, dass es gerade so diese düstere Atmosphäre, man hat das die ganze Zeit im Kopf und trotzdem ist da immer so, ein bisschen Hoffnung gibt es ja doch noch. Und das ist nicht leicht, glaube ich. Und das hat sie richtig gut hingekriegt und das fand ich auch richtig gut. Deswegen gab es von mir jetzt 5 Sterne. Ich habe lange, lange überlegt, ob ich 5 Sterne oder 4 Sterne gebe. Ich hatte das, glaube ich, noch nie in einem Buch, dass ich so lange überlegen musste, weil es gab genügend Punkte, die mich gestört haben oder die mich stören hätten sollen, eigentlich. Also so manche Charakterzüge von Ellie zum Beispiel, da gab es so Momente, da, die hätten mich eigentlich stören müssen. Aber, wie ich schon sagte, Julie Kagawa hat ein grandioses Talent. Sie hat es geschafft, diese Punkte, diese Gründe, die ich eigentlich hätte, mit purer Absicht so reinzubauen, dass sie im Großen und Ganzen zu diesem ganzen Buch einfach dazugehören müssen. Also dieses ganze Paket passt dann einfach richtig gut zusammen und dann sind diese Punkte, die mich eigentlich stören hätten sollen, wie weggeblasen, weil man merkt halt irgendwann, okay, das gehört eigentlich dazu, das muss so sein und ja. Ja, das war also 5 Sterne auf jeden Fall und zu dem Cover einmal. Ich liebe ja das neue Cover. Das ist ja wie gesagt eine Neuauflage. Und das Auge, und dann sind hier unten ja noch diese Tropfen. Ich glaube, es sollen Bluttropfen sein. Sieht aus wie Diamanten und das sieht halt richtig cool aus. Und dann hier die Federn und ich finde das richtig cool, das neue Cover. Und das ist halt mal, die meisten Vampirbücher sind schwarz und wenn man es aber ins Regal stellt, ist es weiß und das finde ich richtig cool. Ja. Das war mal ein bisschen anders jetzt. Ich war ein bisschen immer aus dem Konzept und habe hier meinen Hilfszettel immer gehabt. Aber ich hoffe, euch hat die Rezension trotzdem gefallen. Und ich kann das Buch echt nur empfehlen. 5 Sterne, wie gesagt, nach langem Überlegen zwar, aber es sind trotzdem 5 Sterne. Und wer wirklich mal ein richtig düsteres, trauriges, hoffnungsloses Vampirbuch haben möchte, wo aber trotzdem ein Funken Hoffnung entsteht noch und auch das ganze Buch überstehen bleibt. Der muss dieses Buch auf jeden Fall lesen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.